Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Ja, am Anfang möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Likes, für eure Abos, für eure vielen lieben Kommentare, für eure Spenden und für eure Buchungen bei mir. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, heute ist wieder mal der Wunschpartnerblick dran, wo wir auf dein Gegenüber schauen. Und dein Wunschpartner kann jemand sein, mit dem du zusammen bist, mit dem du nicht zusammen bist, mit dem du mal zusammen warst, mit dem du dir wünschst, zusammen zu sein. Also ganz egal, wer dir bei dem Wort Wunschpartner in den Sinn kommt, ist also hier gemeint. Und zwar habe ich das Orakel so aufgebaut, dass hier oben die Gedankenebene liegt deines Wunschpartners, dass hier die Herzebene liegt deines Wunschpartners und dass hier die nächsten Aktionen bzw. das Verhalten deines Wunschpartners liegt. Ich versuche wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht gelingt, ihr Lieben, ihr wisst Bescheid, dann dreht euch das bitte um. Es ist wie immer ein allgemeines Orakel. Es kann auf euch zutreffen, muss es aber nicht. Also versteift euch nicht darauf. Ja, gibt es sonst noch was, was ich anmerken möchte? Ich glaube nicht. Also wir können gleich starten. Was ist denn in den Gedanken deines Wunschpartners los? Dann haben wir hier die Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Dann haben wir hier den Kompass. Dann haben wir hier den Ring. Dann haben wir dein Gegenüber. Dann haben wir hier die Sechs der Stäbe. Dann haben wir hier die Liebenden und dann haben wir hier Verspieltheit. Also, in den Gedanken deines Wunschpartners geht es darum, sich mit dir zu versöhnen. Vielleicht gab es hier einen Streit, vielleicht gab es hier eine Trennung, vielleicht gab es hier wieder mal ein On-Off. Also auf jeden Fall geht es in den Gedanken deines Wunschpartners darum, sich mit dir zu versöhnen, sich auszusöhnen, sich auszusprechen. Und er hegt auch die Gedanken, auf dich zuzukommen. Also, es geht hier für die meisten um jemand, den ihr schon länger kennt. Und ja, wie gesagt, wo es vielleicht einen Streit gab, eine Trennung gab, paar lautere Wörter gab. Und wo es ja vielleicht nicht so richtig voranging und wo sich dein Gegenüber jetzt wünscht, wieder mit dir in Kontakt zu treten und sich mit dir auszusöhnen und dir nahe zu sein. Ne? Und mit den Lenormand-Karten nehme ich wahr, dass dein Gegenüber sich sehr viele Gedanken darüber macht, weil er sich ja selber reingelegt hat ins Kartenbild. Und sich Gedanken darüber macht, über Verbindungen, über Partnerschaft, über Beziehungen und wie es denn in Zukunft damit aussehen soll. Er macht sich darüber Gedanken, wie er diese Verbindung mit in die Zukunft nimmt und wie er das in Zukunft festigen kann. Also hier geht es um Partnerschaft, um Verbindung, um die Partnerschaft auf eine nächste Stufe zu heben und das ist wirklich was, was ihn sehr, sehr viel in seinen Gedanken gerade beschäftigt. Also was ihn wirklich einnimmt. Und er beschäftigt sich auch damit, wie sich das immer bei euch abgespielt hat. Also welcher Zyklus hier immer durchlaufen ist und welchen neuen Zyklus man denn in die Zukunft mitnehmen möchte und wo sich der Kompass hin ausrichten soll in eure Zukunft. Ja? Also hier ist auch jemand bestrebt, sich sanftmütig mit dir auszusprechen. Hier ist jemand bemüht, dir vielleicht ein kleines Geschenk in Form von einer Rose oder einem Blumenstrauß mitzubringen. Also hier hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht oder macht sich hier wirklich Gedanken, wie er denn am besten hier auf dich zukommt und hier sich mit dir versöhnt und sich mit dir aussöhnt? Vielleicht gab es ja wirklich einen heftigen Streit oder eine Trennung und hier sind Worte gefallen, wo du sagst, nö, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass hier
wieder eine Versöhnung stattfindet. Aber dein Gegenüber spielt mit diesen Gedanken und ist sich dessen sehr bewusst, dass er diese Verbindung, diese Partnerschaft, diese Beziehung mit dir in Zukunft weiterführen möchte. Ja, also er schaut da ja wirklich rein in die Verbindung, in die Partnerschaft, in euren Zyklus und möchte das, den Kompass so ausrichten, dass diese Verbindung mit in die Zukunft geht, in seine Zukunft geht, in eure Zukunft geht. Und er ist sich mit den sechs der Stäben auch durchaus bewusst, dass es erfolgreich wird. Also, er hat hier einen Gedanken, wenn er auf dich zukommt, dass du ihm erfolgreich nochmal die Tür öffnest und seine Entschuldigung, seine Versöhnung, sein Vorhaben mit dir wieder ins Reine zu kommen, annimmst. Also er ist hier frohen Mutes und er ist hier guter Hoffnung, dass du diese Versöhnung annimmst und dass er, wenn er auf dich zukommt, dass diese Verbindung erfolgreich mit euch wird, dass hier ja, euer Feuer füreinander wieder sprießt, dass die Funken hier wieder sprühen und dass diese Verbindung immer noch diesen ganz besonderen Draht, dass ihr diesen ganz besonderen Draht zueinander immer noch habt. Ne? Und mit den Liebenden geht es ja natürlich um eine Herzensentscheidung. Also für ihn ist in Gedanken die Entscheidung schon gefallen, dass du die Frau an seiner Seite bist oder der Mann an seiner Seite, er verzeiht mir, dass du ja der Partner seines Lebens bist, dass er mit dir sein Leben verbringen möchte, dass es auch von oben geführt und beschützt ist. Und bei dir hat es für diese Erkenntnis nur ein paar kleine Lichter gebraucht und bei deinem Gegenüber hat es hier wirklich sehr viele Laternen gebraucht, bis diese Erkenntnis endlich zutage getreten ist. Ja, aber er ist sich in Gedanken bewusst, dass nur du diese Person an seiner Seite sein kannst, dass er mit dir in die Zukunft gehen möchte und dass er mit dir dieses Leben leben möchte und dass ihr im Herzen miteinander verbunden seid. Also das ist wirklich hier in Gedanken hat er sich mit seinem Herzen verbunden und weiß genau, du bist der Mensch an seiner Seite, mit dir möchte er den Rest des Lebens verbringen. Und mit dir möchte er gemeinsam in die Zukunft gehen und sich aussöhnen, was auch immer hier in der Vergangenheit alles passiert ist. Und dann haben wir ja noch Verspieltheit. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander, vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Also es kann natürlich sein, wenn er hier auf dich zukommt, dass das eher so locker flockig ist, dass das unbeschwert ist, dass es hier, dass er hier auch mal lachen könnt über eure Vergangenheit, dass ihr ja auch mal einen Witz machen könnt über eure Vergangenheit und dass hier viel Leichtigkeit reinkommt, dass hier viel Verspieltheit reinkommt und dass es euch auch im Herzen heilt, wenn ihr miteinander lacht und dass dadurch die Liebe wieder auf eine ganz neue Stufe gehoben werden kann, nämlich mit Unbeschwertheit, mit Leichtigkeit und mit Verspieltheit. Also sehr schön die Gedankenebene hier, dass es hier für ihn Zukunft hat und dass er dich und eure Verbindung mit in die Zukunft nehmen möchte und dass er da schon sehr positiv aufgestellt ist, was den Erfolg eurer Verbindung betrifft. So, was haben wir denn hier auf der Herzebene? Da haben wir deinen Seelengefährten herbeirufen. Dann haben wir das Haus. Dann haben wir das Buch. Dann haben wir die 5 der Stäbe. Dann haben wir die 5, die 4 der Kelche. Und dann haben wir die Balance. So, also im Herzen ist dein Wunschpartner damit beschäftigt, sich mit dem Universum zu verbinden, mit nach oben zu verbinden, an was er auch immer glaubt, an Gott, an eine höhere Macht, an das Universum, wie auch immer. Und er sendet hier Gebete aus, er sendet hier Wünsche und Affirmationen nach oben aus,
dass das mit euch noch eine Zukunft hat, dass das mit euch wieder in die richtige Richtung geht, dass eure Verbindung noch da ist. Denn hier unten steht, deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen euch zusammenzubringen. Also ich nehme hier immer stärker wahr, dass es hier wie eine Trennung gab, aber nicht so ein richtiges Ende. Also das wurde nicht so richtig ausgesprochen, habe ich das Gefühl, aber es gab hier irgendeinen Cut, irgendein Ende und jetzt geht es nicht voran, habe ich so das Gefühl. Und in Gedanken hat er, dass er sich jetzt bewegen sollte und versöhnlich auf dich zukommen. Gehen sollte. Und im Herzen unterstützt er das noch, indem er nach oben Wünsche aussendet, Affirmationen aussendet und Gebete aussendet, dass diese tolle Verbindung mit dir noch Bestand hat, dass ihr diese Verbindung noch leben könnt und dass ihr wieder zueinander findet. Und in seinem Inneren, in seinem Herzen macht er da noch ein bisschen ein Geheimnis draus. Also, er hat sein Türchen zum Herzen, zur Seele, ist er dabei zu öffnen und auch dir das anzuvertrauen, was er sich hier wünscht, was seine Wünsche und Bedürfnisse in Bezug auf dich sind. Das hatte er die ganze Zeit verschlossen gehalten. Und jetzt ist es aber an der Zeit, dieses Türchen hier zu öffnen und seine tiefsten Geheimnisse, seine tiefsten Wünsche mit dir hier zu teilen. Für manche kriege ich auch rein, ist es hier noch ein Geheimnis, dass der Wunschpartner hier einen Ortswechsel vorhat, einen Wohnungswechsel vorhat, umziehen möchte. Das wird hier auch noch geheim gehalten. Oder dass es sich vom Innersten her wünscht, hier nochmal eine Weiterbildung zu machen, sich weiterzubilden und das kann auch für einige zutreffen, dass es hier darum geht, dass der Wunschpartner sich hier wünscht, im Herzen nochmal einen anderen beruflichen Weg einzuschlagen und sich hier nochmal weiterzubilden, nochmal eine Ausbildung zu machen, nochmal ein Studium zu machen, ein Abendstudium, so in die Richtung, dass es ja auch einen Herzenswunsch betreffen kann. Aber für die meisten nehme ich ja wahr, dass hier endlich dieses Türchen aufgemacht wird, wo endlich dieses Liebesbuch ja aufgeschlossen wird. Das Buch der Liebe war hier sehr, sehr lange verschlossen oder wurde noch nie richtig geöffnet und dadurch, dass es ihm bewusst ist, dass du die Person seines Lebens bist, wird es ihm auch immer mehr bewusst, sein Herz und seine Seele zu öffnen und seine tiefsten Wünsche und Bedürfnisse mit dir zu teilen. Dann habe ich hier die 5 der Stäbe und die 4 der Kelche. Also, auf dem Herzen ist dein Wunschpartner noch ein bisschen gebeutelt vom ständigen Hin und Her, vom ständigen Gerangel, vom ständigen Chaos. Vielleicht spielen hier auch mehrere Personen eine Rolle, dass dein Wunschpartner noch in einer Verbindung ist, in einer Ehe ist, wo Familie noch eine Rolle spielt, wo Freunde hier reinreden, wo vielleicht bei dir noch andere Personen eine Rolle spielen. Also guck da bitte auf deine Situation. Also im Herzen beschäftigt ihn das sehr, dieses Gerangel, dieses Hin und Her, diesen Konflikt und Chaos, was da einhergeht damit. Und dieses sich ständig verteidigen müssen und sich mit anderen Menschen auseinandersetzen müssen. Also das wiegt hier schwer auf seinem Herzen. Und es kann auch ein Geheimnis sein, was er dir bisher verschwiegen hat. Also vielleicht war er immer so eine coole Socke und hat so getan, als würde ihn also nichts interessieren, als würde ihm nichts belasten. Und das ist aber gar nicht so. Also
Ja, kriege ich so eine Schwere auf dem Herzen rein, dass ihn das schon sehr, sehr mitnimmt und belastet, diese Auseinandersetzungen, dieses Gerangel hier. Und mit den vier der Kelchen nehme ich hier wahr, dass hier jemand ein bisschen, ja, wie sage ich denn mal, ein bisschen enttäuscht ist, ein bisschen gefrustet ist. Dass hier jemand auf der Herzebene, wie so ein kleiner Junge, oh, ich bekomme gerade nicht das, was ich mir wünsche, was ich denn möchte. Also, dass hier jemand gar nicht so zufrieden ist mit dem, was er gerade hat. Und das ist natürlich, wenn du natürlich gerade nicht in seinem Leben bist, wenn es hier einen Cut gab, dann spiegelt das hier auf der Herzebene die Unzufriedenheit wieder. Also man ist hier unzufrieden gerade mit der Situation, wie sie gerade ist, mit dem, was man gerade hat. Und sieht aber nicht diesen schönen Kelch, der hier oben im Regal steht, den ich für dich wahrnehme. Und schaut nur auf die Kelche, die gerade da sind. Und da schmollt man so ein bisschen. Also mit dem, wie es gerade auf der Herzebene läuft, ist man unzufrieden. Ja, und deswegen sendet man hier auch Wünsche nach oben aus, Gebete nach oben aus, dass es endlich wieder vorangeht mit euch beiden, dass es wieder besser vorangeht, dass hier Kommunikation reinkommt, dass hier Versöhnung reinkommt, wie es hier schon auf der Kopfebene liegt. Ja, also es beschäftigt ihn schon mehr als du denkst auf der Herzebene, das, was zwischen euch war, dieses Gerangel, dieses Hin und Her, wo vielleicht auch andere Personen eine Rolle gespielt haben. Und dass man davon jetzt enttäuscht ist, dass man vielleicht auch von sich enttäuscht ist, wie man sich verhalten hat. Und dass man hier jetzt mit diesen drei Kelchen, die hier stehen, leben muss, aber nicht leben möchte. Und den Blick hier auf den Kelch, der trotzdem noch da ist, ja, dass man diesen Kelch nicht sieht, dass man hier nur einen Blick für die drei Kelche hat und mit denen man unzufrieden ist. Also ich habe hier wie so ein 4-5-jähriger Junge, der hier schmollt und sagt, also mir wurde mein Lieblingsspielzeug weggenommen und das, was ich hier jetzt habe, das passt mir überhaupt nicht. Also ich kriege hier so eine kindliche Energie auch rein, muss ich sagen. Ne? Also auf der Herzebene ist man hier enttäuscht, ist so ein bisschen verletzt, ist so ein bisschen im Schmollmodus und ist auch so enttäuscht von diesem Gerangel, diesem Hin und Her, ne? Wo man sich aber hier bewusst ist, dass er einen Großteil dazu beigetragen hat. Ne? Also man ist auch sehr enttäuscht von sich selbst, nehme ich ja wahr. Und es wird einem bewusst, hier liegen ja auch wieder die Bücher. Ne? Und das Licht geht auf hier. Also es wird einem bewusst, was man auch durch Geheimniskrämerei, dass man sein Herz immer verschlossen hatte und seine Wünsche und Bedürfnisse hier verschlossen hielt, was man da angerichtet hat ja auf der Herzebene, dass es dadurch immer dieses Hin und Her gab, dieses Gerangel gab, diese Unstimmigkeiten gab. Ne? Also das wird einem hier bewusst. Ne? Und manche möchten diese Gedanken hier auch mit Alkohol wegschwemmen oder verdrängen. Das kriege ich ja auch rein. Ja? Und dann habe ich hier die Balance. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Ja, und das wird ihm jetzt bewusst. Ne? Also, dass es hier nicht darum geht, nur, dass hier immer nur einer gibt auf der Herzebene, sondern dass es beide braucht, mit geöffnetem Herzen, um in eine Verbindung auf Augenhöhe zu gehen. Also diese Geheimnisse, was auch Geheimnisse sein können, die ihm selber nicht einmal bewusst sind. Also es geht ihm hier wie ein Licht auf. Also er sitzt bei sich zu Hause und macht sich hier Gedanken, was denn war, was er denn möchte in Zukunft und ist mit sich halt selber unzufrieden. Und
Er spürt hier, dass diese männliche und weibliche Energie in den Ausgleich kommen darf und dass hier Balance reinkommen darf und dass es durchaus auch mal Streit geben kann und dass es durchaus hier auch mal Gerangel geben kann, Chaos und Konflikt geben kann. Aber nach diesem reinigenden Gewitter kommt ja auch wieder Sonnenschein. Also es kann durchaus sein, dass ich hier ein Gegenüber habe, was ich bei jeglicher Kommunikation und Aussprache immer angegriffen gefühlt hat, immer, ja, dass er es immer auf sich gemünzt hat, dass, also egal was du gesagt hast, er hat sich halt immer angegriffen gefühlt und, das wird ihm jetzt bewusst, dass eine Kommunikation und eine Aussprache, dass da jeder sagen darf, wie er sich fühlt und was er denkt und was er sich wünscht. Und dass das nicht als Kritik anzusehen ist. Er hat auch immer sehr viel, was du gesagt hast, als Kritik wahrgenommen. Also er hat sich hier immer angegriffen gefühlt. Und das hat ihn dann in diesen Modus des kleinen Jungen gebracht. Vielleicht gibt es da noch Themen in der Kindheit, aus der Schule oder aus dem Kindergarten, wo hier, wo man sich nicht wohlgefühlt hat und dann halt in diesen Modus zurückversetzt wird, wo die Eltern mit einem geschimpft haben, wo der Lehrer mit einem geschimpft hat, wo die Erzieherin mit einem geschimpft hat und dass es ihnen gespiegelt wird, wenn ihr Auseinandersetzungen habt, dass hier immer alles als Kritik aufgefasst wird. Und man sich hier immer angegriffen gefühlt hat in Auseinandersetzungen, in der Kommunikation zwischen euch. Und es wird ihm jetzt bewusst, dass hier ein Ausgleich reinkommen darf, dass hier eine Balance reinkommen darf. Und es wird ihm auch bewusst, wie er sich verhält und verhalten hat und in welchen Modus er hier immer verfällt. Und es wird ihm bewusst, dass du auch Halt für ihn bist, dass du auch eine Stütze für ihn bist und dass du auch Heilung für ihn bist, ne? Und dass es durchaus auch mal Konflikte geben darf und Auseinandersetzungen geben darf in einer Verbindung und dass dann trotzdem auch dieser Halt zwischen euch trotzdem da ist, dass diese Verbindung zwischen euch trotzdem da ist. Also ich habe hier jemand, für den sofort eine Welt einstürzt, wenn hier ein Streit, ein Konflikt ist, eine Auseinandersetzung ist und dass es hier wie so verankert ist, dass es gleich das Ende bedeutet. Also hier hat jemand nicht gelernt, sich auseinanderzusetzen, mal zu diskutieren und sich auszusprechen. Also hier scheut jemand immer die Auseinandersetzung. Und wenn hier mal ein paar härtere Worte fallen, ist es für diese Person, als würde die Welt einstürzen, als würde es sofort eine Trennung bedeuten, ein Aus bedeuten, ein Cut bedeuten. Also hier ist jemand auf der Herzebene wie ein kleiner Junge und hat nicht gelernt, sich mal Konflikten zu stellen. Und es wird ihm jetzt bewusst, dieser Ausgleich kommt hier, diese Balance kommt hier rein. Also es wird ihm jetzt bewusst, es wird ihm auch von oben geschickt diese Erkenntnis und ja, er bekommt diesen Lichtblick, warum das immer so war und warum er sich immer so verhalten hat. Also ich habe hier ein Gegenüber, das wirklich sich sehr, sehr schwer tut mit Auseinandersetzungen, mit Konflikten und ich kriege das ja so rein, nie gelernt hat zu diskutieren auf einer konstruktiven Ebene, sondern dass für ihn ein Streit bedeutet, ist es immer gleich alles vorbei. So kriege ich das ja rein. Das kann vielleicht auch mit inneren Kindthemen zu tun haben, dass sich die Eltern getrennt haben, dass es bei den Eltern immer nur Streit gab und dass man so eine Prägung mitgekriegt hat. Also es geht hier ja immer, wenn es um Streit geht, immer ums Ende. Also das ist ja manifestiert auf dem Herzen. Und diesem Geheimnis kommt er ja auf der Spur. Also dieses Geheimnis wird hier gelüftet im Inneren. Na? So, dann haben wir noch die nächsten Schritte und das Verhalten.
Und dann habe ich hier, du darfst ohne Angst lieben. Dann habe ich hier die Routen. Dann habe ich hier den Berg. Dann habe ich hier das Schiff. Dann habe ich hier die zwei der Stäbe. Dann habe ich hier die Hohepriesterin. Und dann habe ich hier, ich liebe dich. Also, in seinen nächsten Schritten, in seinem Verhalten wird es ihm bewusst, dass die Liebe keine Gefahr darstellt, dass er hier auf dich zugehen darf und kann und dass er ohne Angst lieben darf, dass er hier diese Prägungen aus der Vergangenheit loslassen darf und dass es ihm erstmal bewusst wird, welche Prägungen er hier aus der Kindheit, aus der Herkunftsfamilie mitbringt. Mach dein Herz auf, um die höchste aller Energien zu geben und zu empfangen. Also, in den nächsten Schritten ist es so, dass dein Gegenüber sich für dich öffnet, es hier ihm bewusst wird, dass die Liebe eines der schönsten Dinge auf Erden ist und dass er diese Liebe annehmen darf und auch geben darf. Also es ist ja oft so, dass sich die Menschen meist schwerer tun mit dem Empfangen der Liebe als mit dem Geben der Liebe. Na? Also er möchte hier in den nächsten Schritten auf dich zukommen. Er möchte hier in den nächsten Schritten sein Herz für dich öffnen und er möchte dir Liebe geben und von dir Liebe empfangen. Und es ist ihm hier bewusst, dass die Liebe etwas ganz Wunderbares darstellt und dass es eine der höchsten Energien hier auf Erden ist und dass man davor keine Angst haben braucht. Dann habe ich hier die Routen, den Berg und das Schiff. Also, hier gibt es in den nächsten Schritten Gespräche, Kommunikation, die auch ein bisschen heftiger sein könnten, wo hier dann wieder diese Situation kommt, wo er wieder dicht macht, wo er hier wieder den Berg vorschiebt, wo wieder seine Blockade hochkommt. Aber dadurch, dass wir das hier auf der Herzebene liegen haben, wird es ihm bewusst, wie er immer sich verhält, wie er immer handelt und dass diese Gespräche nur diese Blockaden auslösen, weil er hier Prägungen aus der Kindheit hat, aus der Herkunftsfamilie hat, aus seiner Kindheit hat. Ne? Und dieser Berg wird hier durch Gespräche überwunden und euer Schiff fährt gemeinsam in die Zukunft. Es geht hier etwas langsamer voran, aber ich glaube, das braucht ihr beide hier auch, weil es hier schon viele Situationen gab und viel Gerangel und Diskussionen gab. Und also hier ist auf jeden Fall die Sehnsucht nacheinander da. Und es kann für manche auch sein, dass es sich hier um eine gemeinsame Reise dreht. Also auf jeden Fall kriege ich hier die gemeinsame Reise in die gemeinsame Zukunft rein. Also durch Gespräche wird hier dieser Berg überwunden und gleichzeitig wird hier ein Bewusstsein da sein, warum Konflikte immer hier diese Blockade, diesen Berg ausgelöst haben. Na? Und dann kann man hier wieder in ruhigere Gewässer fahren und gemeinsam in eine Zukunft starten. Na? Also, es wird ihm hier bewusst, dass die Liebe nichts mit Angst zu tun haben muss und das wird ja auch Teil eurer Kommunikation, Teil eures Gespräches hier sein. Und diese Blockade, die sonst immer da war, dass man sich immer nach Konflikten und Aussprachen zurückgezogen hat und hier immer einer Diskussion ausgewichen ist, das wird ja auch Thema dieses Gespräches werden. Und dadurch kann sich endlich euer gemeinsames Leben, eure gemeinsame Verbindung in die Zukunft bewegen. Na? Also das Schiff ist, wie gesagt, nicht die schnellste Karte, aber es geht hier voran. Es geht hier gemeinsam in euer gemeinsames Leben, in eure gemeinsame Zukunft und
Das Schiff spricht auch von Sehnsucht nach Liebe, von Sehnsucht nach tiefen Gefühlen, von Sehnsucht danach, Liebe empfangen und geben zu können. Na? Und dann habe ich hier die zwei der Stäbe und die Hohepriesterin. Also es ist ihm bewusst, dass du hier seine Welt bist. Es ist ihm bewusst, wo er mit dir hin möchte. Und hier hat er schon diesen Berg erklommen, diese Blockade genommen, die es immer in Diskussionen gab. Also es ist ihm hier bewusst, es geht ihm hier ein Licht auf, wo er mit dir hin möchte und wie die gemeinsame Zukunft mit euch aussehen soll, wie er sich das wünscht. Und mit der Hohepriesterin nehme ich wieder wahr, er verlässt sich hier sehr auf seine Intuition, er verlässt sich hier sehr auf sein Bauchgefühl und er ist hier sehr, sehr gut mit dem Universum verbunden. Du bist natürlich hier für ihn auch die Hohepriesterin. Du bist für ihn hier eine wunderschöne Person, eine intelligente Person, eine Person, die hier auch durchaus geheimnisvoll ist, eine Person, die sehr, sehr gut mit dem Universum verbunden ist, sehr, sehr spirituell ist und vielleicht auch hier medial veranlagt ist, vielleicht auch hier Karten legt oder auf eine andere Weise hier in die Zukunft schauen kann. Und mit dieser Wahrsagerkugel nehme ich auch ganz sehr wahr, dass es hier darum geht, sich mit dir hier in Zukunft zu verbinden und zu vereinigen und mit dir in die Zukunft zu gehen. Also diese Kugel spricht für mich hier von Zukunft. Und dass du hier als Zuschauer schon deine Hand auf diese Zukunft gelegt hast und schon lange wartest, dass hier eine zweite Hand dazu kommt, dass ihr hier gemeinsam mit eurem Schiff in die Zukunft fahrt. Also auf jeden Fall bist du für ihn hier die Hohepriesterin. Du bist für ihn eine sehr schöne Person, eine sehr geheimnisvolle Person, eine sehr spirituelle Person, eine sehr intuitive Person. Und die Räder eures Lebens, die Zahnräder eures Lebens drehen sich hier zusammen. Also er möchte hier die gemeinsame Zukunft mit dir ausrichten und vielleicht holt er sich auch von außen nochmal Hilfe von einer Beraterin. Ne, das kann durchaus auch sein, wo hier nochmal diese Angst angeschaut wird, die hier in der Liebe da ist. Ne? Und dann am Ende kommt das hier raus. Ein Ich liebe dich. Also wenn hier diese Angst gelöst ist vor der Liebe, dann kommt hier jemand auf dich zu mit geöffnetem Herzen und sagt dir hier, ich liebe dich, du bist die Liebe meines Lebens. Ne? Also, sehr, sehr schöne Botschaften hier. Hier geht es auf jeden Fall voran. Hier geht es auf jeden Fall schon gedanklich sehr, sehr gut und sehr schnell voran, muss ich sagen. Also, es ist ihm hier sehr, sehr bewusst, was er hier möchte mit dir und wie er diesen Weg geht. Also, wir hatten schon Kartenlegungen, da lag es stagnierter drin. Also, da habe ich fast kein Vorankommen gesehen oder also hier eine ganz, ganz lange Zeitspanne. Aber dadurch, dass wir das hier schon in der Gedankenebene haben, dass sich hier um Versöhnung gekümmert wird und auf der Herzebene einem das bewusst wird, wie man sich immer verhalten hat und in den nächsten Schritten auch hier diese Kommunikation liegt und das Bewusstsein, wohin er mit dir in Zukunft gehen möchte. Also ich habe das hier, habe ich eine gute Bewegung drin auf allen drei Ebenen. Also sehr schön. Dann schauen wir nochmal unter die Kartendecks. Dann habe ich hier, gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Genau. Also er wird sich hier Mühe geben und Schritte unternehmen in Sachen Versöhnung, in Sachen Liebe und in Sachen auf dich zukommen. Ne? Und es wird auch sehr herzlich werden. Sehr mit Gefühl und Romantik und mit Umarmen. Ne? Es kann ja sein, dass du da ein bisschen erschrocken reagierst, weil es hier ziemlich fix geht, dass du damit gar nicht gerechnet hast oder nicht mehr rechnest.
Dann habe ich hier den Stern, der hier für Klarheit steht, für Heilung steht, für Wunscherfüllung steht. Also, das Universum greift ja auch mit ein, greift deinen Wunschpartner unter die Arme, dass es hier endlich vorangeht und endlich hier ihr zueinander findet und endlich eure Wunscherfüllung leben könnt. Ja. Dann habe ich hier bei dem Tarot die 5 der Münzen, die hier ja so von Mangel spricht. Und da habe ich hier nochmal dieses auf dem Herzen im Mangel sein, wenn hier Konflikte sind, wenn hier Gespräche sind, die nicht so verlaufen, wie er sich das wünscht. Und dann habe ich hier wieder, dass eine erwachsene Person hier ihren kleinen Kindanteil an der Hand hat. Also es wird ihm hier bewusst, dass er sich wie ein kleines Kind, wie ein kleines Mädchen oder wie ein kleiner Junge verhält und dass das gar nichts mit den Konflikten im Hier und Jetzt zu tun hat, sondern dass das Prägungen aus der Kindheit, aus der Herkunftsfamilie sind. Und wenn man das reflektiert, dass man sich in Gesprächen dann wie ein kleines Mädchen oder wie ein kleiner Junge verhält und das dann auch mal beobachtet, kann man auch diese Mechanismus entgegenwirken. Ne? Also ein kleiner Junge, ein kleines Mädchen kann ja nie so wie ein Erwachsener handeln in Gesprächen, in Konflikten, in Begegnungen, in der Kommunikation. Ne? Und das wird einem hier bewusst. Ne? Also es ist ja oft so, dass in Paarberatungen oder in Konflikten in der Partnerschaft, dass das hier bei fast über 90% passiert, dass man dann hier als kleines Mädchen oder als kleiner Junge in Streit, in Konflikten agiert. Ne? Das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Und ihr könnt euch da ja vielleicht auch mal selber beobachten, wie ihr dann euch verhaltet, in welchen Modus ihr fallt. Und das kann der Schlüssel zu einer gesunden Kommunikation auf Augenhöhe sein, wenn man das erkennt, wie man sich da verhält und was es denn in einem antriggert. Ne? So. Und bei Ormes Botschaften haben wir hier: Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Wie wahr? Also, hier wird der Stimme des Herzens gefolgt. Hier erkennt man, dass man keine Angst haben braucht vor der Liebe und dass man diese Liebe geben möchte und auch empfangen möchte. So, dann würde ich sagen, schauen wir noch mal einen ganz kleinen Blick bei euch rein, wie es euch denn so gerade geht mit dieser Situation hier oder was euch denn gerade beschäftigt, was euch denn gerade so energetisch begleitet. Da würde ich noch mal 3 Karten für euch erbeten. Schon mal die Kraft rausgefallen. Das gefällt mir sehr gut. So, und da haben wir 3 gekriegt. Also unterm Kartendeck habe ich die 8 der Kelche, was mir sagt, dass hier eine Situation verlassen wurde, die nicht mehr stimmig ist. Dass du dich hier auf den Weg gemacht hast, auch wenn es vielleicht schweren Herzens war, und dich hier umgedreht hast und dich abgewendet hast von diesen 8 Kelchen und dich auf den Weg gemacht hast, die 10 Kelche zu erfahren. Also, es kann durchaus sein, dass diese Trennung von dir ausging. Und dass du dich nach einem Streit, nach einem Konflikt hier abgewendet hast, weil du hier nichts mehr gesehen hast, was dich erfüllt und oder weiterhin erfüllen kann. Und dass du dich hier auf deinen Weg begibst und ja, in die Fülle gehen möchtest, in die Liebe gehen möchtest und hier 10 Kelche erfahren möchtest. Und ich habe dich hier sehr, sehr schön in deiner Kraft liegen, in deiner Stärke liegen und du weißt genau, wo du hin möchtest, was du
in Sachen Verbindung erleben möchtest. Du möchtest ja auch eine kraftvolle Verbindung leben. Eine Verbindung, die dir Stärke vermittelt, wo du in deiner Kraft bleiben darfst, wo du dich hier nicht mehr klein machen sollst, wo du hier dich annimmst und dich genauso präsentierst, wie du bist, in deiner Schönheit, in deiner Kraft und in deiner Stärke. Also du bist hier bei dir angekommen und es geht für dich hier kraftvoll voll vorwärts. Es geht hier für dich auch lichtvoll vorwärts. Also du erstrahlst hier richtig in deiner Schönheit, in deiner Kraft und in deiner Stärke. Und vielleicht hast du ja auch ein Krafttier an deiner Seite. Also es gibt hier auch Gefährten für dich, die dich unterstützen in deiner Situation und die dir Kraft und Stärke schenken. Also du siehst für dich eine ganz neue Welt, einen ganz neuen Anfang und du wirst weiterhin in deiner Stärke erblühen und du kannst dich ja auch auf deine Stärke und auf deine Kraft verlassen und du erfährst ja auch ganz, ganz wundervolle Erdung. Und von außen kommen hier Impulse, die Stabilität und Sicherheit mitbringen. Das kann dieser Wunschpartner sein, der hier ein Angebot mitbringt, was stabil und sicher ist, was von Fülle spricht. Und das bringt ja den Ausgleich in eure Verbindung. Also das bringt hier Balance rein, das bringt hier eine Verbindung auf Augenhöhe rein. Also hier gibt jeder das Gleiche in diese Verbindung rein. Es gibt hier jeder genug Liebe rein und es empfängt ja auch jeder genug Liebe. Also hier ist der absolute Ausgleich da. Hier ist eine Verbindung auf Augenhöhe da. Hier wird geschaut, wie geht es dem anderen und wie geht es mir gerade. Und es wird sich auch darüber ausgetauscht. Na? Also hier, diese Verbindung wird hier in der Balance gehalten, auf Augenhöhe gehalten. Und das ist auch nur eine Art Verbindung, die für dich in Frage kommt. Also du bist in deiner Kraft, in deiner Stärke und es kommt hier nur für dich eine Verbindung in Frage, die stabil ist, die sicher ist, die dir die absolute Fülle bietet, wo du dich stabil fühlst, wo du dich sicher fühlst und wo du dich in deiner Fülle fühlst und wo hier Balance und Ausgleich da ist, also wo so eine Win-Win-Situation da ist. Natürlich geht man auch mal Kompromisse ein, aber wenn du einen Kompromiss eingehst, geht dann dein Gegenüber beim nächsten Mal auch einen Kompromiss ein. Also das hält sich hier in der Balance, das hält sich hier die Waage, ne? Also hier gibt jeder genauso viel rein, wie der andere auch reingibt. Also sehr, sehr schön und dessen bist du dir hier bewusst. Du bist in deiner Kraft, du bist in deiner Stärke, du bist in deiner Schönheit, du bist in deiner Fülle und gehst auch hier weiter diesen Weg. Ne? Und wenn dich das hier nicht erfüllt und wenn dich dieses Angebot hier nicht erfüllt, dann gehst du auch weiter. Ne? Also du kümmerst dich hier sehr gut um dich selbst. Finde ich sehr schön, dass du hier angezeigt wirst, dass du dich in deiner Kraft befindest und dass du dich auch in deinem inneren Ausgleich befindest. Also du bist innerlich ausgeglichen. Hier ist Balance in dir da. Und in dir selbst ist ja auch die Fülle. Du spürst es auch. Du spürst ja die Erdung und Stabilität und Sicherheit. Also sehr schön. Es freut mich immer, wenn ihr auf eurem Weg seid und euch hier nicht so sehr dran festbeißt am Gegenüber und es ist ja auch immer wichtig, deinen Weg zu gehen, dass du glücklich bist, dass du in deiner Fülle bist und in deiner Stabilität und Sicherheit und dann kann dir auch im Außen diese Stabilität und Sicherheit und diese Fülle begegnen, ne? Also jemand, der im Mangel ist, wird auch jemand anziehen, der im Mangel ist. Und jemand, der in seiner Fülle ist, in seiner Stärke ist, der wird auch jemand anziehen, der in seiner Fülle und in seiner Stärke ist.
Nur so funktioniert das. Ne? Das kann ich nicht oft genug sagen. Und ihr seid hier ja sehr schön in eurer Stärke. Da freue ich mich wirklich ganz, ganz sehr. So, meine Lieben, da sind wir schon wieder am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, dass ihr hier bis zum Ende zugeschaut habt. Wenn ihr mir ein Abo dalassen wollt, dann würde ich mich ganz, ganz sehr darüber freuen. Über einen Daumen hoch natürlich auch und über eure lieben Kommentare natürlich auch. Dann bis ganz bald, meine Lieben. Bis Mittwoch. Tschüss.